السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيادتك شوستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wurde in der Nacht der Ramadan-Mond gesichtet und unser lang ersehnter Fastenmonat hat somit heute begonnen. Ramadan, der Monat, an dem wir Muslime uns in Reue an Allah subhanahu wa ta'ala wenden und inshallah unser Bestes dafür geben, unsere Beziehung zu unserem Schöpfer zu stärken, um dadurch wahre Gottesfurcht zu erlangen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt hierzu in Surat al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kima kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr, die Iman habt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Geehrte Brüder und geehrte Schwestern, in diesem Sinne wünschen wir allen Muslimen auf der Welt einen gesegneten Ramadan und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah zu denjenigen zählen lassen, welche diesen glorreichsten aller Monate zu den tatenreichsten und vor allen Dingen erkenntnisreichsten Monat machen, auf dass wir die Nächte und die Tage in der Anbetung Allahs des Gewaltigen verbringen. Nun, geehrte Geschwister, auch in diesem Jahr haben wir uns die Frage gestellt, was können wir denn in dem besten aller Monate, der besten Umma aller Zeiten, für einen Dienst erweisen? Und so möchten wir euch heute zwei Projekte ankündigen, die wir inshallah im Laufe des Monats Ramadan veröffentlichen werden. Unser erstes Projekt heißt Mein Weg zum Islam. In diesem Projekt haben wir Interviews mit Geschwistern geführt, die zum Islam konvertiert sind. Anlass hierfür war, dass wir immer wieder wahrgenommen haben, wie unsere konvertierten Brüder und unsere konvertierten Schwestern in den Medien oftmals als gescheiterte Persönlichkeiten dargestellt werden, die quasi aufgrund einer Verzweiflung zum Islam gefunden hätten. Deswegen haben wir gedacht, fragen wir die konvertierten Muslime doch einmal selbst. Das zweite Projekt heißt Jahresrückblick. Hierbei haben wir uns zum Ziel genommen, alle Ereignisse und Geschehnisse, die uns Muslime im letzten Jahr besonders bewegt haben, noch einmal zu sammeln und das Ganze in einem übergreifenden Blickwinkel zu betrachten. Inshallah wird uns diese Betrachtungsweise einen Einblick darin geben, mit welchen Situationen wir im letzten Jahr konfrontiert wurden und eventuell kann man daraus auch herauslesen, was uns noch so alles erwarten könnte. Deshalb, geehrte Geschwister, wir freuen uns auf diese gesegnete Zeit und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für eure Unterstützung belohnen und euer Fasten bihaulillahi ta'ala annehmen. Ramadan Mubarak, geehrte Geschwister. Ramadan Mubarak.